Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Eine Sache, die ich aus jeden Fall wieder in meine Let's Play-Mediathek aufnehmen wollte, nachdem meine 3DS Capster-Card jetzt wieder funktioniert ist. Das gute Game, Mario Kart 7, was ist ja erst auf meinem anderen Channel Gaming Crew, ja, das Offline-Let's Play dazu gemacht habe. Die Parte, die werde ich denkst einfach so hochladen oder die Playlist einfach so reinstellen, was auch immer. So. Und was wir jetzt aber dazu noch parallel machen, ist das zweite Let's Play. Ich habe nämlich einfach nochmal Bock drauf auf Mario Kart 7 Online. So sieht's aus. Ja, es war, ich bin verrückt. So, das Ganze ist ein Offline-Part, aber ich kündige hiermit auch an, dass ich demnächst auch einfach mal wieder Online-Parte machen werde, wo es das Game online dann zocken werde zusammen mit euch. Das geht dann mit Freunde und Gegner, wenn man da drauf geht. Kann man dann einen Raum eröffnen, etc. Und dann funzt das Ganze. Oder mit Communities geht es in dem Fall. Hab man nämlich die GamerCodes Community, die ich erstellt hatte. Und damit kann man eben dann mitspielen und so weiter. Dazu dann aber mehr im nächsten Online-Part, wenn es soweit ist. Jetzt probiere ich erst ein bisschen wieder reinzukommen und spiele einfach normal, global. Bin Mario als Charakter. Belasse es auch einfach mal bei diesem Gefährt hier. Und jetzt wird zuerst mal nach Spielern gesucht. So, jetzt kann ich mir eine Strecke auswählen. Und ist ein Zeit, ich glaube, es ist für Wuhu Rundfahrt, weil es einfach eine von meinen kompletten Lieblingsstrecken ist. Lol, schauen wir mal, was es wird. Und es wird auch super groß, das Fieber, perfekt. So, schauen wir mal, wie cringe das Ganze tatsächlich wird. Ich bin gespannt, habe bis lange nicht mehr gezockt. Leben mal wieder mal 3DS Rüstung in Echsen. Ja, Leute, übrigens, wie ist eure Meinung dazu, dass es nur den oberen Bildschirm einblenden, keine Ahnung, ob das was taugt, weil unten ist halt nur die Karte zu sehen. Theoretisch könnte ich den auch klein unten einblenden oder sowas, da muss man mal was überlegen, aber es finde wirklich wichtig, ist eigentlich der obere Bildschirm. Ich sehe nur gerade, dass nach der Runde meine Facecam verrücken sollte, weil die nämlich den Platz abdeckt, weil das Dash halt auch gar nicht so schlimm ist mit 6. Platz. Also ich muss mich erst mal wieder an dieses Game gewöhnen, ja, und vor allem auch an die Steuerung und den 3DS und alles. Alles, alles sehr gewöhnungsbedürftig. Ausgerastet mit so einer tollen Strecke anzufangen, ist weil es leisten ist. So. Und bloß hat nicht irgendwie runtergerutscht oder sowas, weil das war erst hardcore unnötig. Oh, krass, kann man weit fliegen. So, da hat jemand, Aua. Ganz genau, Aua hat er, das grüne Panzer ist sehr belassen. Also, ich finde aber, das von Mario Kart zum Beispiel, obere Bildschirm eigentlich reißt und sieht bald durch die Strecke so, das war ganz nett. Braucht es nicht zwangsweise fürs Gameplay. Hab's aber in meinem Let's Play da gemacht, von der Seite, aber ja. Hippo Online zum Beispiel reißt halt wirklich auch der obere, wobei man da wiederum sehen könnte, wer halt da unten gerade dann hier was dran ist, ne, so. Ist der ist gerade erst hart belastend an und das weiß es auch. I'm sorry for this. Außer kommt eine Rakete. Raketen sind immer nice. So. Ja, wie gesagt, ab demnächst wird das Ganze dann auch live stattfinden, aber den ersten Auftaktpart wollte ich einfach mal so machen, einfach mal anklingen. Ist das vorab mal wieder ein Livestream zu tun. Ich kündige. Ach, wie viele Bananen willst du noch reinfahren? Ja. Ich kündige das auch immer an in Livestreams, wann ich halt was damit live bin. Wisst ihr da auch mal Bescheid? So, verreckt da mal einen Blitz. So. Aber Bock, also es wird nicht so häufig, aber immer mal wieder. Ist einfach mal AK7 Online mal random machen, könnte ich mir so lustig. Vorstellen quasi auch so ein Neverending Dauer Projekt, was immer mal wieder kommt, wenn ich Bock drauf habe, weil ich einfach dieses Game erst gern mag. Das ist jetzt eine volle Kanne, einfach nostalgiemäßig flasht. So, und natürlich kommt noch eine Rakete, ich werde wieder letzter, was will man mehr? Perfekt, das ist es nicht. So, und die nächste Runde geht los. Ich habe jetzt einfach doch mal den kleinen Bildschirm nach unten so mit eingeblendet und habe vor allem mich auch mal auf die andere Seite gepackt. Ich glaube, das macht das alles viel mehr Sinn. An und für sich. So, wie gesagt, zocken tust du das Ganze, weil es mir was gefragt wurde. Nein. Nicht mit dem Emulator, sondern tatsächlich mit einer Original 3DS Capture Card, die hier drin verbaut ist.
Die habe ich mir mal einbauen lassen vor vielen Jahren. Dachte, sie wäre kaputt. Das funktioniert. Das sind wieder crazy Geschichte. Auf jeden Fall, aber es ist viel zu wild. So. RIP an dieser Stelle. So, es will zumindest in einer Runde wenigstens einigermaßen was reißen hier. Ist doch echt nicht so viel verlangt, oder doch? Vielleicht ist es ja doch so viel verlangt. Man weiß es nicht. So, vielleicht nicht die eigene Bombe reinfahren, wird auch mal helfen. Das gibt's ja echt nicht. Maybe that would help sometimes. So. Perfekto, perfekto. Dann nehmen wir mal die Beschleunigungspilze. Da würde ich sagen, let's go. So. Fällt gerade auf, das Ganze erstmal auf Hase und erstmal eigener Mii. Ich dachte, das hätte Mario ausgewählt gehabt. Hä? Lol. Oh, will es doch nicht. Ist okay. So, dritter war es gerade sogar zeitweise. Das gibt's ja nicht. Und jetzt wieder von dritter auf fünfter, weil ich einfach einen dummen Fehler gemacht habe. So. Das ist auch eine von denen, Stacke, die ich mich gar nicht mehr so gut erinnern kann. So. Erste Bombe, let's go. Oh, jetzt sind wir sogar 8 Leute, aber ich bin gerade dementsprechend erst schlecht dabei. Nee, ich will nicht wieder letzter werden, das darf nicht sein. Aber noch eine Runde Zeit, mich wieder zu verbessern, also immerhin. Läuft verrückwärts, aber es läuft, das ist die Hauptsache. So, da ist ein Stern. Komm Stern, helf mir. Please help me. Ja, im Prinzip ist das, ich würde das Infopart nennen, aber einfach. Nur so ein Part, damit ihr einfach wisst, so, dass ich einfach jetzt Mario Kart 7 wieder online immer mal wieder bringen will. Das letzte Mal im Stream war es der Fall mit Hackern. Ja, meist haben wir mal wieder Sets wird, aber es kam damals an, das haben viele Leute mitgemacht, die da müssen noch dran. Ist ja wild. Vielleicht finden wir jetzt auch wieder ein paar Leute, die random Bock haben auf Mario Kart 7, wäre ja cool. Und genau ist mit Mario Kart 7 Live-Display anfangen, weiß ich noch nicht, online. Ich werde es auf jeden Fall erst nach der Gamescom tun. Aber wie gesagt, wann konkret das sein wird, man muss einfach schauen. So, ich glaube, es sind ja wirklich alle anderen im Ziel. Hauptsache, es fällt nochmal runter. So richtig unnötig, die Runde vergesst man die erste auch. Okay, ich brauche erst noch ein paar Runden, um reinzukommen. Ich sehe, es ist okay. Und die letzte Runde für diesen Part geht's auch los. Ich habe immer meine Wuhu Islands Tracker gewählt. Habe immer gehofft, dass sie drankommt und nie kam sie dran. Das ist halt. Vielleicht dann im nächsten Online-Part. Wer weiß. So, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch Bock habt auf dieses Online-Display und vor allem, ob ihr noch ein 3DS habt. Und falls ja, ob ihr einfach dann noch Mario Kart habt und ob ihr Bock darauf habt. Würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. So, und es ist gerade erst unglaublich, dieses Bild, aber es wird gerade erst da. Kommt ja das Gegenteil von sonst. Aber abwarten. Wer weiß, wie lange es bleibt. Aber immerhin, ich kenne die Strecke auch. Die habe ich noch gut in Erinnerung. Das macht es natürlich dann auch einfacher. Ist ja ganz klar. So. Ich habe ein paar 3DS-Projekte, auf die ich es Bock habe. Übrigens, das kann ich jetzt nicht oft genug sagen, die es auch in absehbarer Zeit dann bringen wird. Mehr will ich an dieser Stelle mal noch nicht dazu verraten, bis darauf, dass es sehr wild werden wird. Also, es wird wieder 3DS-lästiger werden, aber ich finde das komplett legitim, weil 3DS ist einfach so eine wilde Konsole. So meine Kindheitskonsole, wenn man so will, und die hat es aber auch nur verdient. Man es handelt gut, präsent zu sein. Ich will einfach auch das zocken, was mir Spaß macht, wisst ihr, und da. Come on. Ja, ganz klar, dass 3DS euch nicht fehlen darf. So, das bin ich von 1. auf den 6. Platz runter. Also ist doch typisch Mario Kart, ne? So wie ich es kenne und liebe. So. Moment, hier ist dann mal eine kleine Abkürzung. Möglichkeit, ohne von Panzern gehittet zu werden. Perfekt. Das ist ein bisschen suboptimal gewesen. So. Wenn ich eine Rakete das war, das alles anders, wenn irgendein sonst was an einem Alarm losgegangen wäre. So, aber 5. Das ist nach wie vor erst hart belastend. Aber dies wird es dann so. Wenn ich ein Item bekomme, das macht es noch mehr belastend. So ein Farm hat so die 7. Item, das macht es noch mehr belastend. Ja. War mal sehen. Selbst habe ich hab hier bis auf einmal wieder kein Item. Das gibt es doch nicht. Wirklich eine Mal keinen Zug gesehen, lol. Frag mich, ob man an Zuglinien auch entlangfahren könnte. Wäre es denn witzig.
aber noch nicht ausprobiert, dann will ich damit auch nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. So. Vielleicht verhilft dieser Blitz dazu, dass ich wenigstens einmal nicht letzter werde. Hätte auch geklappt, wäre ich da nicht in die Banane reingefahren, lol. Okay, es ist ein Fluch. Heute soll es einfach so sein. Heute soll es so sein, ich sehe es schon. Whatever, das war's mit dem Part. Bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Wie gesagt, ab jetzt, nach Gamescom und allen, immer mal wieder Mark hat 7 Online-Streams. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!